Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, denn wir sind wieder zurück bei der Quest Beneath the Depths und ja, wir sind wieder in Windcraft. Also lasst mal keine Zeit verschwenden und beginnen wir gleich mal. Ich bin, wie versprochen, einmal nach Nemrek gegangen und ja, hab mir 20 Blöcke geholt und dann bin ich hier wieder zurück auf Mage Island. Mit einem Boot übrig, naja. Und jetzt reden wir mal mit Dalben. Brilliant, that seems in order, here you go. Okay, was jetzt? We only hope that the treasure will never fall into the hands of that pirate again. We much rather they fall into yours. Well, what does it say? Go to that location, find the treasure. Questbook updated, okay. Und anscheinend haben wir hier wieder unsere Map, Disenchanted Map. Minus 187, 16 und minus 3452. Ich glaube, das, da gehen wir auch mal hin, ja? Es sollte nicht allzu schlecht sein. 1, 2, 3, 4. Wir kaufen schon mal einige Boote hier im Voraus. Denn es wird wahrscheinlich eine, na, ruppige Reise. Und ja, da haben wir jetzt ein paar Boote, ne? Ich schreibe mir die Koordinaten mal lieber in den Chat. Also, das sollte nicht allzu schlimm sein, denn ich bezweifle mal, dass hier irgendjemand ist. Minus 187, minus, also 187 und 3452. Minus 187, minus 3452. So. Das war's, glaube ich, ja. Okay, das stimmt alles. Und ja, dann stechen wir hier gleich mal in See. Und ich mache währenddessen nochmal die Windcraft Map auf. So. Here we go. Und eine neue E-Mail bekommen. Super. Okay, die Fahrt kann noch lange dauern. Wo sind wir hier eigentlich? Okay, wir fahren schon mal in die richtige Richtung. Okay, wir müssen da lang ungefähr, ne? Obwohl, die Map muss ich ja gar nicht wirklich aufmachen, denn ich hab ja die Koordinaten. Also dauert das jetzt ein bisschen und ja, können wir mal wieder irgendwas reden. Das Problem ist nur, ich habe kaum Themen. Ja, denn leider trifft das hier ja auch auf euch zu. Denn ich bezweifle wohl, dass ihr hier bei Windcraft irgendwie in irgendeiner Art ohne die langen Anreisen so durchkommen werdet. Okay, doch, ne, man kann immer noch ziemlich viel trainieren. Das muss man allerdings so mal absehen, ne? Das passt hier einfach nicht so einfach in den Kontext. Und ja, wir segeln oder wir fahren eigentlich gerade. Okay, ja, ein Schwarm Deadlass. Da kann ich leider nicht hin. Leider nicht hin. Also, danke an Annabelle Vincent. Ich kann da leider gerade nicht hin. Weil ich hier, noch andersweitig beschäftigt bin. Okay, ja, alles klar. Was haben wir hier? Hier haben wir, wie hieß die Stadt nochmal? Selja. Selja haben wir hier. Ich glaube, ich muss noch 200 in jede Richtung. Ja, so ungefähr. Pi mal Daumen. Also, eigentlich muss ich noch 300 in... Ja, du bist jetzt in der Aufnahme drin. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings bin ich gerade auf dem Ozean. Also stört das auch noch keinen. Eigentlich sogar noch ein bisschen... lustig, ja? Und ja, YouTube. Ihr seid jetzt... Ja, ne? Das Licht scheint jetzt auf Annabelle Vincent. Ich glaube, dass es so richtig sein sollte. Bin mal... Ah Gott, die Koordinaten. 3400 irgendwas. Okay. Schwärme.
Die sind was ganz, ganz Tolles. Ah, leider kommen die immer dann, wenn wirklich gerade, wenn die gerade überhaupt nicht reinpassen, ja. Ich habe die Koordinaten schon. Ich habe die Koordinaten. Da lang, da lang, da lang. Und ich habe einen Soul Point. Einen Soul Point. Und da vorne ist die Insel. Wait, what? Okay. Ich glaube, ich bin in der falschen Richtung, ne? Ja. Stopp. Ich bin falsch. Oh, Mann, ich hasse den Bug. Ich war doch dort. Ich glaube, da unten ist der Eingang. Da unten muss ich hin. Und ja. Scheiße, wow, es ist dunkel. wow, es ist dunkel. Oh. Ocean Zombies. Yo, Ocean Zombies. Warum ist es hier unten eigentlich so viel dunkler als da oben? Questbook updated. Jetzt hoch. Erstmal hoch, ne? Erstmal das Questbook lesen. Ich weiß ja noch nicht, was ich machen muss. Ich weiß gar nicht, konnte man ertrinken? Ich glaube schon. Find one ocean treasure and bring it back to Javier on Pirate Island. Okay, 187, 3452, glaube ich, oder? Welche Richtung? Da lang irgendwie. Irgendwo hier drüben ist der Eingang. So, ich habe 52 erreicht. Na, 52. Ja, hier. So, dann noch hier runter und da ist der Eingang. Ich sehe ihn leider nicht, weil es bei mir irgendwie gerade ziemlich dunkel ist. Oder es aber nur ziemlich spiegelt. Oh. Bin ich richtig? Ja, sieht gut aus. Oh, ich bin drin. Ich will allerdings auch nichts mit diesen Zombies zu tun haben, denn die scheinen mir doch noch sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Also, ich weiß gar nicht, welches Level haben die? 63. 3 Level über mir. Eieiei. Das passt natürlich eigentlich überhaupt nicht. Warum bin ich eigentlich hier? Und ich muss ja irgendwie diesen Treasure finden, ne? Ja. Okay, ich dachte, es wäre irgendwas passiert. Wo geht's denn weiter? Achso, hier geht's weiter. Schön. Aber ich glaube ja auch, dass viele von euch mich eigentlich nur durch Windcraft kennen. Durch Muffensausen. Gehen wir hier durch. Und zwar Gigant, denke ich mal. Ja. Oh. Hurricane Pick. Wow, yeah. Keine Zeit zum Schreiben. Tut mir leid. Das ist hier ein bisschen. Wie soll ich sagen? Nicht der beste Zeitpunkt. Gewissermaßen. Oh. Und. So. Aber die machen ja eigentlich gar nicht so viel Schaden, ja. Also, ich glaube, die ist Hurricane Pick, ja. Das ist schlimm, ja. Aber ich glaube, die anderen, die sind gar nicht so stark. Okay, doch, stark. Natürlich. Ja, was rede ich denn hier? Natürlich sind sie stark. Ich meine, die sind Level 63. Aber. Oh. Wow. The heck. Der Heck. Was zum Teufel ist da oben los? Und ich glaube, ich sterbe hier nach dann lieber, anstatt wirklich weiterzureisen, ja? Das ist mir, glaube ich, lieber. Ich
denke mal, dass es hier rechts lang geht. Denke ich mal, Intuition und so. Ah, Hurricane Pick. Ich habe Muffensausen. So, Mana aufladen, Mana aufladen, Mana aufladen. Komm schon, lade dich wieder auf. Lade dich wieder auf, ich will hier durch. Der Daniel Express fährt jetzt ab, glaube ich, denke ich mal, hoffentlich. Hoffentlich, nur Daniel Express und so. Keine Zeit zum Schreiben, denn das ist hier wirklich absoluter Horror. Also, naja. Machen wir weiter. Wo geht's lang? Ich glaube, es sind überall Abzweigungen, aber die sind, glaube ich, nicht allzu wichtig. Oh, ich hab noch Resistenz. Hurricane Picks! Hurricane Picks, Hurricane Picks. Ich habe gerade keine Zeit zum Schreiben, Entschuldigung. Und es war wahrscheinlich Samstag, ne? Also heute wird dann. Ich nehme hier Windcraft für gewöhnlich immer am Freitag auf. Und dann kommt das ja wahrscheinlich Samstag. So, da hast du die Antwort einen Tag, nachdem du die Frage gestellt hast. Also wirklich schön. Oh ja, jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Safe Spot. Samstag. So, mal wieder irgendjemandem geschrieben. So, wo lang? Wow, hey, was machen die hier? Wow. Okay, wo lang? Na, da oben geht's weiter. Da hinten ist irgendwie noch Licht. Ja, okay. Es passt. Okay, ich bin durch. Denk ich mal. Hoffentlich. Komm schon. Gib mir irgendwas mal arbeiten. Hurricane Pig. Die sind Level 70. Was? Unglaublich. Unvorstellbar. Was mache ich hier? Bin ich hier richtig? Hallo? Ist hier jemand? Bin ich hier richtig? Oh, ich habe wieder Resistenz. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oder war das vorhin der Guard? Das Monster, das ich killen musste, ne? Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier vorne liegt was. Sind das Pure Iron Boots? Ah, wow. Ich glaube wohl nicht, dass ich Pure Iron Boots suchen musste. Komm schon, gib mir irgendwas zum Arbeiten. Ich muss irgendwie einen Ocean Treasure. Einen Ocean Treasure. Ocean Treasure. Hurricane Pig. Oh ja, Treasure Guardian. Den muss ich kriegen. Den muss ich bekommen. Gotcha. Ah, Hurricane Pig. Aber er ist sowieso noch über der Lava. Mann, ich muss das Ding irgendwie da rausbekommen. Irgendwie dazu bekommen, mich aufs Land zu verfolgen. Dann habe ich es. Dann habe ich es in der Tasche, aber sonst so habe ich es nicht. Ich muss hier irgendwie stehen bleiben, ja? Ich muss es irgendwie hinbekommen, es aufs Land zu bekommen. Also, komm mit, komm mit, komm mal mit. Ja, es ist aufs Land, es ist auf dem Land, es ist auf dem Land. Da, jetzt lauf bitte, ne, oh Mann! Lauf doch nicht in die Lava rein. Das ist doch wohl hier die Höhe. Da habe ich es. Ja? Mühsam rausbewegt. Ah, ja, jetzt ist es wieder draußen. Aber da habe ich es mühsam rausbewegt. Und dann auf einmal steht es wieder drin. Ich glaube, ich mache dann auch einfach mal ein Suizid, wenn ich hier die Quest fertig habe. So, jetzt machen wir Suizid. Oh, da bin ich tot. Oh, ich bin ein Seltscher. Haha. Ich bin ein Seltscher. Haha. Jo. Ja, da sind wir jetzt ein Seltscher. Das hilft uns. Das hilft uns. Das hilft uns. Und jetzt macht den Hilft uns Tanz. Nein. Der wird wahrscheinlich extrem dämlich aussehen. Was soll ich denn noch eigentlich? Ich habe eigentlich gar nichts zum Verkaufen, ne?
Ah, eigentlich nicht. So. Jetzt dann zu Pirate Island. Und... Entschuldigung. Erstmal hier noch, ne? Der Verdauung nochmal hier, ne? Einen kleinen Schubser geben. Naja, so, da den Rest werde ich dann wahrscheinlich jetzt in dem nächsten Part machen, den ich jetzt direkt hiernach aufnehme. Aber wir haben noch eine Bank, das machen wir natürlich zuerst, denn wer weiß, jeder weiß ja, das ist viel, viel wichtiger als das, was ich hier wirklich aufnehme. So, hier sind wir dann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir beenden die Quest in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, also morgen.